Neue Jokoretten braucht das Land. Ja, das denkt sich Jokorette auch und bringt die nächste limitierte Edition Himbeer-Granatapfel. Die probieren wir aus. Willkommen bei der Foodshow. Jan Forschmann hat das gesehen. Jokorette Himbeer-Granatapfel. Die neue limitierte Edition, die jetzt im August 2021 in den Handel kommt. Ja, nagelneu. Und Jokorette versorgt uns ja wirklich regelmäßig, muss man sagen, mit neuen Editionen. Die letzte mit Zitrone. Einige von euch haben die ja mega gefeiert. Ich fand sie ein bisschen zu heftig. Also ich hätte es mir angenehmer, buttermilchartiger gewünscht. Aber es sind ja immer geschmackliche Nuancen und wie man das dann alles so ein bisschen, ja, einstuft. Himbeer-Granatapfel. Eigentlich eine Edition, wo ich sage, geil. Weil ich liebe Granatapfel im Geschmack. Ich liebe auch den Granatapfelgeruch. Ich habe mir gestern erst ein Granatapfel-Shampoo gekauft. Von Frosch. Okay, meine Freundin hat sich das gekauft. Aber es riecht toll. Aber ich habe es bezahlt und habe es gekauft. So. Aber ich mag den Geruch von Granatapfel. Und Himbeer in Kombination, an sich muss die Edition schmecken. Ich hoffe. Was ist es? Ich blende euch mal die Zutaten Nährwerte ein. Es ist eine gefüllte Vollmilchschokolade mit Magermilch, Joghurt, Himbeercreme. Wo ist der Granatapfel? Es ist eine gefüllte Vollmilchschokolade mit Magermilch, Joghurt, Himbeercreme. Es ist die Jogurette Himbeer-Granatapfel. Warum steht das dann nicht hinten drauf? Naja. Himbeercreme, Zucker, Palmöl war klar, Traubenzucker, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Emulgatoren, Soja, Aroma, Kakaomasse, Granatapfel, Himbeergranulat. Also es ist alles in der Himbeere drin. Ja, ist jetzt nicht schlimm, aber 5,5%, deswegen so ein gewisser Anteil. Fruchtpulver mit Granatapfel, Himbeer und Palmöl. Ach, das mit dem Palmöl kann ich euch gleich sagen, das ist echt doof. Warum ich das heute bei der Edition besonders doof finde, zeige ich euch gleich. Kalorien 571, boah, haut aber rein. Also muss man sagen, Jogurette war ja immer so mir ist das manchmal gar nicht mehr bewusst, ob wie die vorigen Editionen oder so waren. Von den Nährwerten, das kannst du ja auch gar nicht alles speichern. Aber Jogurette klingt ja immer so, der leichte Jogurette-Genuss. So war doch auch immer die Werbung, so frisch aus dem Kühlschrank, mal so kurz snacken. Was war es immer, so eine blonde Frau, die da durch das Haus gehüpft ist, nach dem Prinzip, wo sie sich in den Garten gelegt hat. Das habe ich, glaube ich, so grob in Erinnerung, immer dieser leichte Genuss. Aber 500 Kalorien auf 100 Gramm? Okay, die Packung hat jetzt nur noch 8 Riegel, sind auch nur noch 100 Gramm. Waren ja früher auch mal 10 Riegel, wurde ja immer schön still und heimlich reduziert. Die war ja mal ein bisschen größer. Aber was an der Edition mich geärgert hat, ich habe ja gerade schon draußen Bilder für euch gemacht und Foto. Und so sieht der Riegel ja aus. So ist der eingepackt. Die Farbe, das kennen wir, ne? Da lag der draußen. Ihr seht's, ne? Es ist nicht warm draußen. Es sind 21 Grad oder so. Keine Sonne, ist leicht bewölkt. Seht ihr jetzt gleich in der Nahaufnahme auch. Ich muss sogar die Belichtung ein bisschen ändern, damit ihr alles sehen könnt. Aber der ist weggeschmolzen. Das heißt, hier ist ein hoher Fettanteil drin. Wenn Schokolade so schnell schmilzt und durchs Anfassen dann so kaputt geht, das ist schade. Der ist noch leicht gekühlt. Darum geht ihr jetzt in die Nahaufnahme, bevor wir ihn probieren. Ja, und hier seht ihr sie jetzt, die Jogurette. Von außen sieht sie halt aus wie immer, das kennen wir ja schon. Und im Inneren ist halt die Magermilchcreme mit der Fruchtfüllung. Ich mache hier euch mal die Belichtung ein bisschen runter. Dann seht ihr die Füllung ein bisschen besser. Ja, das ist sie also. Und ja, das Wichtigste ist gleich, wie sie schmeckt. Ich mache das Licht wieder normal und jetzt probieren wir sie. Und da seid ihr wieder und jetzt habt ihr das gesehen. Ja, sah vom Licht zwar so aus, aber es ist an der Kamera. Ich kann schnell die Belichtung ändern. Man konnte es leider nicht anders einfangen, aber wenn ich es ein bisschen dunkler gestellt habe, das Bild, dann konnte man den Inhalt besser sehen oder wie die Jogurette halt ausschaut. Aber dass man den so leicht zusammendrücken konnte, also dass der so schnell schmilzt, ist halt ein hoher Indikator, dass ein hoher Fettanteil drin ist. Hups, jetzt hat das. Aber da seht ihr das nochmal. Aber das ist jetzt auch, das ist eine warme Edition. Ich probiere jetzt einmal die warme. Ja, der Fruchtgeschmack ist gut, schmeckt aber mehr nach Granatapfel als nach Himbeer. Aber warm schmeckt es einfach nicht. Also das kennen wir alle, Jogurette warm ist nie geil. Also es gab, glaube ich, noch nie eine Jogurette, die warm gut geschmeckt hat. Die ist jetzt nicht mehr ganz so kalt, aber besser. Ah, die Schokolade schmeckt auch nicht mehr so geil, finde ich. Also, Jogurette, Himbeer, Granatapfel schmeckt für mich mehr nach Granatapfel. Also für mich ist es eher Granatapfel-Himbeer, weil der überwiegt wirklich viel vom Geschmack. Ist lecker, vom Fruchtgeschmack, Milchcreme passt auch.
Die Schokolade finde ich jetzt nicht mehr so lecker. Die ist ein bisschen fettig. Also sie ist fettiger, die Schokolade. Die ist nicht mehr so knackig. Die war ja sonst nie so wirklich perfekt, aber so einen leichten Knack hat die ja. Und die war jetzt noch leicht gekühlt und der Knack ist nicht da. Das heißt, der Fettanteil ist ein Tick zu hoch. Das finde ich ein bisschen schade. Sonst keine schlechte Edition. Schmeckt. Könnte ein bisschen besser sein. Punktemäßig gebe ich 4 oder 3,5. Wir sagen nochmal eine schlechte 4. Also eine 4 minus. Wir machen 4 minus. Machen wir nicht immer. Also keine Sorge, das wird jetzt nicht irgendwie neu eingeführt oder so. Aber wir machen hier mal eine 4 minus. Also die kratzt so gerade an der 4. Sie ist nicht schlecht. Die Schokolade könnte ein bisschen besser sein. Wie gesagt, der Fettanteil gefällt mir nicht. Also dass die wirklich so schnell Detsche wird. Also ich kann die jetzt hier schon wieder drücken. Also die liegt hier bei Zimmertemperatur. Also Zimmertemperatur und ich kann hier drauf drücken. Und ihr seht es und ich habe sofort eine Delle drin. Und hier drin ist nicht warm. Also ich könnte hier drin mir gerade so ein kleines Jäckchen drüber ziehen, weil es echt kühl an den Armen ist. Das finde ich ein bisschen schade. Aber egal, ihr habt sie gesehen. Ich bin gespannt, was ihr zu der Edition sagen werdet, wenn ihr sie probiert oder schon probiert habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bob.